Die drei Fragezeichen, Kelch des Schicksals. Die drei Detektive sind mit Titus Jonas im Pickup unterwegs, als Peter sich in einer Pause beim Erkunden einer Höhle verletzt. Doch nicht nur das bereitet Justus Sorgen. Eine seltsame Begegnung im Supermarkt von Carmine Falls beschäftigt ihn und seinen Onkel Titus. Als dann offensichtlich wird, dass in der Kleinstadt Carmine Falls ein Verbrechen geschehen ist und die Spur direkt zu Justus' Familie führt, sind die drei Fragezeichen gleich doppelt gefragt. Lass diese Fragen, Junge. Ich muss heute noch nach Selinas und eine Ladung Haushaltswaren abholen. Wenn ich hinter Bitterwater nicht falsch abgebogen wäre, könnten wir schon dort sein. Du bist nervös, seit wir hier in Carmine Falls angekommen sind. Ach, nee. Steigt ein. Du kennst ihn. Meine Mutter hieß mit Nachnamen Abernathy. Hat dieser Mann etwas mit ihr zu tun? Wir fahren jetzt zu einem Rastplatz und dann essen wir erstmal etwas. Also schön. Kommt, Kollegen. Okay. Ja. Tatsächlich sagte Onkel Titus kein Wort mehr, bis er den Lastwagen in eine Parkbucht am Rande der bewaldeten Hügel von Carmine Falls gelenkt hatte. Der Rastplatz lag verlassen in der drückenden Sommerhitze. Justus wusste, dass er jetzt geduldig sein musste. Dabei war die Neugierde kaum zu ertragen. Nach dem Tod seiner Eltern war Justus zu seinem Onkel und seiner Tante nach Rocky Beach gezogen. Titus Jonas erzählte immer wieder gern von seinem Bruder Julius, Justus' Vater. Die Mutter des ersten Detektivs wurde jedoch nur selten erwähnt. Angeblich hatten Titus und Mathilda sie kaum gekannt. Kontakt zu ihren Verwandten gab es so gut wie keinen. Justus wusste von einem Familienzweig in Chicago, zu dem auch ein Cousin gehörte, doch selbst im Internet war er auf keine weiteren Informationen gestoßen. Die Abernathys waren für ihn kaum mehr als ein großes Fragezeichen. Aber Justus wollte mit Recht mehr erfahren. Das schien nun auch Titus Jonas zu begreifen. Nachdem er sein Sandwich aufgegessen hatte, räusperte er sich schwerfällig und blickte seinen Neffen aufrichtig an. Percival Abernathy ist der Bruder deiner Mutter. Ich habe es geahnt. Moment mal, Moment. Doch nicht etwa der Bruder, der ihnen eine Menge Geld schuldet? Doch, genau der. Wovon redet ihr? Das wusstest du nicht? Nein, ich höre zum ersten Mal davon. Wieso wisst ihr mehr als ich? Tja, wir haben mit deiner Tante darüber gesprochen, Justus. Ja. Bei dem Fall mit dem leeren Grab. Als du da einfach verschwunden warst, ja, da haben wir ein paar Nachforschungen angestellt. Was? Dabei sind wir eben auch auf diese Geschichte gestoßen. Wir dachten, dass du darüber Bescheid weißt. Onkel Titus, du hast diesem Percival also Geld geliehen. Ich habe es deiner Mutter geliehen. Catherine hat mich um Geld gebeten. Das hat sie dann wohl Percival gegeben und der ist damit auf und davon. Er war nicht einmal bei der Trauerfeier deiner Eltern. Ehrlich gesagt, waren Mathilda und ich darüber ganz froh. Die Abernathys waren, sie sind nicht einfach. Moment, mein Onkel Percival schuldet dir also eine größere Summe. Das erklärt zumindest, weswegen er den Supermarkt so schnell verlassen hat. Er hat dich erkannt und musste befürchten, dass du das Geld zurückverlangst. Ja, vermutlich. Ja, und warum sprichst du diesen Percival nicht auf das Geld an? Ach, es hat mich genug Kraft gekostet, mit der Sache abzuschließen. Aber ich habe ein Recht darauf, meinen Onkel kennenzulernen. Ach, wir sollten bald aufbrechen, Jungs. Ja, schön, aber vorher muss ich mir noch kurz die Beine vertreten. Da vorne bei den Felsen gibt's bestimmt eine Möglichkeit. Meinetwegen. Wir warten im Lastwagen auf dich. Ja, ich bin gleich wieder da. Okay. Gut, dann lass uns mal die Essensreste einpacken. Ja. Onkel Titus, ich denke, es ist sinnvoll, wenn ich Percival Abernathy einen Besuch abstatte. Das kommt nicht in Frage. Wir wollen keinen Kontakt zu den Abernathys. Du
möchtest keinen Kontakt, aber ich könnte ihn doch besuchen, um das Geld einzutreiben. Ich erlaube dir schon, mit deinen Freunden als Detektive zu arbeiten. Aber als Schuldeneintreiber? Das geht zu weit. Der erste Detektiv ärgerte sich maßlos. Er hatte so viele Fragen und bekam keine Antworten. Wenn er mehr wissen wollte, musste er mit diesem Percival reden. Weiter kam Justus mit seinen Gedanken jedoch nicht, denn Peter kehrte zurück und stieg aufgeregt in den Lastwagen.